Ich habe uns schon angestellt und es lädt auch bereits. Das heißt, wir sind online. Lieber Chris, lieber Wolfgang, für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind das Team von Frag die Krischkes jeden Dienstag um 20 Uhr. Fast jeden Dienstag. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal ausgelassen. Dreimal, du. Naja, wir haben Lammzeit, wir kriegen kleine Schafe. Genau. Das ist im Moment so. Denen geht es übrigens hervorragend. Kloppen wir uns die Nächte um die Ohren. Die letzte Woche, die habe ich tatsächlich durchgekriegt. Das war ein bisschen knifflig, aber ich kann ja zaubern. Zumindest was das Überleben von neugeborenen Lämmern anbelangt. Herzlich willkommen zu unserer Online-Sprechstunde am anderen Ende, auch live von zu Hause aus, Chris Debski, unser Partner in der Online-Akademie. Akademie.hofreitschule.de und Betreiber einer eigenen Online-Akademie mit Namen Pferde gesund bewegen. Chris Debski, schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Hi Chris. Dann direkt an meiner Seite mein lieber Mann Wolfgang Krischke, unser Hofreitmeister in der Fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg. Ja, und ich darf vorstellen, die Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule, meine liebe Ehefrau Christine Krischke, und wir werden euch heute Abend versuchen, einige wundersame Dinge über die Aufrichtung zu erklären. Ja. Oder also unser Ausgangsthema war ja eigentlich Kopf hoch, Kopf runter. Ein bisschen in euren Fragen entwickelt hat sich das auch zu Hals hoch und Hals runter. Eins der Kernthemen für unseren Chris ist natürlich wieder so eine Steilvorlage für einen guten Physiotherapeuten, weil der das natürlich jeden Tag durchkauen muss mit seinen Patienten und Klienten. Ich mache mal kurz mein Handy leise, ja. Ich höre es gerade bimmeln. Entschuldigung, geht einer aus. Ja. So, ihr Lieben, ein paar Fragen haben wir jetzt mal zur Definition und rundum zur Funktion von Aufrichtung. Als erstes unseren treuen Fan Philipp Wirz möchte ich zu Wort kommen lassen. Lieber Philipp, hallo, ich hoffe, Hi. Du bist schon online, hab dich noch nicht gesehen. Vielleicht könntet ihr mal kurz erklären, damit meint er uns, was Aufrichtung von der Physiologie her bedeutet. Gebe ich direkt ab. Genau. Chris, komm. Kurz geht nicht. Kurz nicht. Ich glaube, wir machen das heute noch ganz oft und den ganzen Abend in unserer berühmten halben Stunde. Ja. Aber grundsätzlich muss man unterscheiden, glaube ich, einmal mit der ganzen Thematik, was mache ich mit dem Pferd und was macht das Pferd vielleicht alleine aufgrund der Bewegung, die es da tut. Und Aufrichtung heißt einfach die Halsbasis, also unten der Übergang von der Halswirbelsäule zum Brustkorb, wenn der höher kommt und oben eine Beizäumung erzeugt wird aufgrund der guten Bewegung, die wir hoffentlich erzeugt haben. Dann haben wir ein höher werdendes Pferd. Wenn der Reiter also drauf sitzt, dann wird das Pferd vor ihm mehr oder weniger größer. Und diese S-Kurve, die wir dort haben, die wird ein bisschen, optisch kürzer, auch wenn das gar nicht so wirklich ist, weil der Hals eigentlich ja immer gleich lang bleibt, weil die Gelenke nicht auseinandergezogen werden, sondern die drehen bzw. Rotieren in verschiedene Richtungen. So, so richtig kurz erklären ist es natürlich schwierig, weil wir haben ganz viele andere Fragen noch, die sehr gut einhergehen, weil man kann da eine ganze Menge richtig machen und man kann eine ganze Menge falsch machen. Und da gibt es ganz viele Kettenreaktionen. Und ich glaube, in den nächsten Fragen können wir die viel besser beantworten in den Details, weil was kann man Gutes tun und was kann man Schlechtes tun? Also zum Beispiel fragt uns die Cornelia Mühling, kann man korrekte Aufrichtung erkennen, wenn das Genick der höchste Punkt und die Stirnlinie knapp vor der senkrechten ist? Oder ist das zu einfach? Und gilt das auch schon für junge Pferde oder erst für die Ausgebildeten? Immer vorausgesetzt, dass man die Aufrichtung nicht mit den Zügeln erreicht, sondern mit korrektem Arbeiten von hinten nach vorne über die Hankenbeugung und über Arbeiten in Seitengängen. Also, dazu möchte ich mal sagen, du bist die Einzige, die es ganz deutlich gesagt hat, dass Aufrichtung nichts mit der Hand zu tun hat. Dafür möchte ich dich mal loben. Aufrichtung, wenn der Reiter die beeinflussen möchte, kann er das eigentlich nur mit seinem Schenkel. Und wir haben das schon so oft erklärt, dass man alle Hilfen, die man dem Pferd gibt, konditionieren muss. Und so muss man auch diese Schenkelhilfe konditionieren. Das heißt, ich muss die anwenden. Pferd sagt,
Das ist neu. Was soll ich denn darauf machen? Soll ich so, soll ich so, soll ich so? Und wenn man dann im richtigen Moment sagt, jo, das will ich haben, dann kann man das konditionieren, dass wenn man die Schenkel andrückt, dass das Pferd seine Halsbasis hebt. Wie das aussieht, könnt ihr bei, ich möchte behaupten, jedem Equiden, ich habe es auch schon bei Kühen gesehen und mein Hund macht es auch, wenn ich ihm hinterm Ellbogen unter den Brustkorb fahre und da vorsichtig mit dem Finger mal ein bisschen reize. Man kann auch pieken, aber da werden die auch schon mal griffig. Kommt drauf an, wie gut ihnen das bekommt oder ob ihnen da irgendwas wehtut. Also wenn ich ihn da ein wenig stimuliere, ich nenne es mal stimuliere, dann weicht er meinem Finger aus, indem er seinen Brustkasten nach oben hebt. Reflektorisch wölbt sich dabei der Hals, der Kopf kommt etwas tiefer und die Nase kommt etwas in Beizäumung. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Ist das richtig so, lieber Chris? Ja, aber du redest von einem Getier, was steht. Und richtig. Bewegt. Und das ist ein großer Unterschied, wenn wir über Aufrichtung sprechen. Was passiert im Stand? Was kann ich im Stand auch schon tun? Ich kann zum Beispiel auch ein Pferd, wir haben ganz oft über die Abkau- und Biegeübungen gesprochen, kann ich dazu konditionieren, im Stand sein Genick loszulassen und von alleine schon mal eine günstigere Position einzunehmen. Wichtig dabei ist auch da, wirkt dann ab diesem Zeitpunkt kein Zügel mehr. Das ist also die erste Position, die ich machen kann. Das zweite, das, was du gerade gesagt hast, ich kann natürlich den Schenkel oder auch über den Sporen einen ganz kleinen Impuls setzen, sodass das Pferd sagt, ah, ich hebe mich da vorne an. Das kann es beides in der Bewegung eventuell gerade am Anfang nicht halten. Das heißt also, es ist schon mal gleich mit dem ersten Schritt schlimmstenfalls flöten. Und jetzt müssen wir dann eben schauen, kann ich diese Thematiken auch in der Bewegung zurückholen? Kann ich also zum Beispiel über einen leichten Zügelimpuls, wenn das Pferd sich raushebt und den Kopf hochmacht und im Genick fest wird, kann ich dann sagen, okay, kannst du da wieder locker lassen? Weil, und das ist halt eben die Thematik mit dieser S-Kurve. Wir haben halt eben eine S-Kurve von der Halswirbelsäule. Und wenn ich daran ziehe, dann geht der Übergang unten von der Halswirbelsäule, sprich der letzte Halswirbel, Übergang zum ersten Brustwirbel. Das senkt sich automatisch auf die Kompression der Gelenke hin, weil ich am Zügel ziehe, ab. Wenn ich mein Pferd reite und reite mit zu viel Schub, zu viel nach hinten raustreten des Hinterbeins, dann geht die Energie der Hinterbeine über die Brustwirbelsäule in die Schulter und dann in die Vorderbeine und die Halswirbelsäule senkt sich auch an diesem Übergang. Mache ich das allerdings, und das war jetzt eigentlich von Cornelia schon mal so ein bisschen das Richtige, ich gehe also über Seitengänge, Hankenbeugungen etc. und erzeuge ein günstigeres Bewegungsmuster, was die Vorhand entlastet, dann erzeugt die das Auftreten der Vorderbeine erzeugt eine Federkraft, die dazu geeignet ist, den Brustkorb durch die Schultern aufzurichten und die Energie der Hinterhand in die Halswirbelsäule reinfließen zu lassen. Das hebt die Halswirbelsäule an. So, das heißt also, wir können auf der einen Seite einen guten Energiekreislauf erzeugen. Und wir können einen Teufelskreis erzeugen, nämlich indem ich am Zügel ziehe und das Pferd schneller vorwärts, abwärts reite. Wenn der Kopf unterhalb des Widerres kommt, dann passiert auch noch Folgendes. Im Hals sind Energiespeicher, nämlich die Nackenrückenplatte und das Nackenrückenband. Wenn das beides jetzt unterhalb vom Widerres kommt, dann muss die obere Halsmuskulatur gegen die Schwerkraft arbeiten und isometrisch nun den Hals festhalten, damit der nicht nach unten geht. Und auch das lässt dann wieder die Halswirbelsäule nach unten fallen. Also dort ganz viele Teufelskreise. Kann man korrekte Aufrichtung daran erkennen, dass das Genick der höchste Punkt ist und die Stirnlinie knapp vor der Senkrechten? Jein. Da würde ich gerne was zu sagen. Ja. Daran kannst du nichts erkennen. Aber du kannst was an der Schrittlänge erkennen und an dem Auftreten der Hufe.
zum einen, wie laut oder wie leise das Pferd läuft. Wenn es leise läuft, ist es in einer optimalen Aufrichtung für sich zu diesem Ausbildungsstand. Das muss man ganz klar sagen, denn hohe Aufrichtung kommt erst mit hoher Versammlung und das können wir einem jungen Pferd nicht abverlangen. Das dauert ein paar Jahre, bis das funktioniert, sprich eine hohe Piaffe oder eine hohe Pirouette oder eine gute Passage. Erst dann richten die Pferde sich auf, wenn die Hinterhand genügend Verantwortung und Tragkraft hat. Wir sagen immer, das Pferd trägt sich in der Kraft und das muss jeder für sich tagesformabhängig ausfindig machen. Wann läuft mein Pferd leise? Wann macht es die schönsten Schritte? Wann schwingt es im Rücken? Mit Schwingen meinen wir übrigens nicht das, sondern das. Ja. Der Reiter wird gut mitgenommen, der kann das Pferd gut sitzen. Das heißt, der Rücken schwingt von der Hüfte her vorsichtig nach links und rechts. Der Reiter kann gut mitmachen. Und das müsst ihr, wie gesagt, selber herausfinden. Sehen kann ich das nur an dem, wie das Pferd läuft mit höherer Aufrichtung oder mit zu tiefer Aufrichtung und auch an der Zufriedenheit der Augen. Da könnt ihr auch gerne mal hinschauen. Und wenn das Pferd in der Bewegung vielleicht sogar mal kaut oder sich die Lippen leckt oder so, dann ist es auch zufrieden und sagt, ich kann das gut machen. Also, einmal hake ich da noch ein. Nein, man kann korrekte Aufrichtung nicht am genickhöchster Punkt Nase an der Senkrechten erkennen. Aber eine korrekte Aufrichtung hat das Genick am höchsten Punkt mit der Nase vor der Senkrechten. Aber dieses kann ich auch mit völlig weggekrachter Halsbasis sehen. Also ich sehe viele Reiter, die haben ihre Pferde einfach schön oben dran, zack. Aber die Halsbasis, also da ist keine Aufrichtung, die haben nur den Hals hoch. Das ist, denke ich, das grundsätzliche Missverständnis. Ich mache mal weiter. Ganz kurz noch eins. Ja. Also es kommt zwar auch noch dazu ein Punkt, aber der Unterhals ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Wenn ich also das Genick nehme, dann kann ich mir auch nochmal den Unterhals anschauen. Und wenn der Unterhals nach vorne rausgewölbt ist, dann haben wir keine korrekte Aufrichtung. Wenn der Unterhals aber so einen Bogen nach oben macht, ausgespart ist. Wenn der ausgespart ist und eigentlich so ein Stück weit auch der Oberlinie entspricht, dann sind wir eher in der Tragkraft. Mhm. Nadine Kessel möchte wissen, könnt ihr bitte erklären, warum Reiten in Aufrichtung nicht zwangsläufig einhergeht mit weggedrücktem Rücken? Davor haben doch die meisten Angst, wie ich immer höre. Im Gegenteil dazu ist doch eine tiefe Kopfhaltung kein Garant für einen tätigen Rücken. Könnt ihr bitte und Chris erklären, wie der Rücken trotz und gerade wegen der natürlichen Aufrichtung wunderbar arbeiten kann? Hatten wir eben schon ein bisschen, jetzt kommt es mal zu diesem weggedrückten Rücken. Also wir machen da eigentlich einen Unterschied. Ne? Wir machen einmal die Halsbasis, die absackt. Und dann ein tatsächliches Hohlversuch. Es ist minimal, was ein Rücken sich hohl machen kann. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das sieht nur so aus, weil der Hals hochkommt. Aber in der Sattellage passiert erstaunlich wenig in diese Richtung. Ja, in der Hinterhand und in der Lendenwirbelsäule passiert halt eben auch was. Ja, weil das Pferd nach hinten rausdrückt, wird die Kruppe halt eben flacher statt runder. Das Bein geht weiter nach hinten raus und dadurch kommt sehr oft halt eben auch optisch die Hinterhand höher. Ja, oben die Kruppe wird eigentlich dann halt eben nicht gesenkt, sondern sie geht optisch ein wenig hoch. Und das zweite Problem ist, meistens sind diese Pferde halt eben auch im Widerriss abgesackt, weil sie hochgehalten werden mit der Hand. Also die Handeinwirkung auf den Hals erzeugt, dass das Absenken des Widerriss, also die Halsbasis. Und das nächste Problem ist, dass der Unterhals dann rausgedrückt wird. Als Gegenspieler, also der Unterhalsmuskel, der Kopfarmmuskel ist der Gegenspieler vom breiten Rückenmuskel. Und wenn der kontrahiert, dann erzeugt das diese Kuhlen unter dem Reiter. Ja, bis zur Lendenwirbelsäule. Also in der Lendenwirbelsäule wird da hinten die Muskulatur hart und durch diese entsprechende Anspannung wird in der Mitte wird so eine Kuhle erzeugt. Und gerade bei Pferden, die so halt
geritten werden und Probleme da an dieser Stelle haben, kann man auch schön hinten die Lendenwirbelsäule einfach mal so seitlich reinfassen. Das braucht man meistens nur ganz leicht machen und dann sieht man wirklich ein Pulsieren in der gesamten Muskulatur, rechts und links quasi Sattellage. Und es ist allerdings so, dass das reine Anheben des Kopf und Halses nicht dazu führt, dass der Rücken weggedrückt wird. Das Hochhalten durch den Reiter, der dann meistens sein Gesäß anspannt, und das Absacken der Halsbasis, das ist dann eher das Problem in der Bewegung. Aber wenn ich im Stand dem Pferd sage, kannst du mal den Kopf hochheben und es macht das von alleine, dann wird das Pferd in der Tat sogar größer. Also hebt die Vorderhälfte am Widerrisbereich an. Genau. Okay. Das klingt widersprüchlich, weil wir halt meistens diese Pferde sehen, die den Kopf hochnehmen und dann den Unterhals rausdrücken. Mhm. Ja, und das ist dann halt eben genau die Problematik, dass halt diese Pferde halt eben auch meist die Hinterhand nach hinten rausstellen. Ja. Ich sage es nochmal, diesen Ausdruck in der Kraft reiten, den Christine in ihrem Buch beschrieben hat, du entscheidest. In der Kraft, ihr müsst bei jedem Pferd herausfinden, wann ist das Pferd in der Kraft und wann vergeudet es Kraft auf der falschen Art und Weise. Es gibt übrigens nicht nur ein zu hoch, es gibt auch ein zu tief. Und das müssen wir rausfinden. Ja. Okay, dann gehen wir weiter mit Lina. Die heißt wie mein Hund, Linchen. Schläfst du? So, Lina, oftmals lässt sich auch hier in der heutigen Reiterei ein schablonenhaftes Muster erkennen. Ist Aufrichtung nicht ein sehr individueller Prozess? Ja. Ja. Und dann haben wir die Frage eigentlich auch schon jetzt in den vorherigen Fragen beantwortet. Es ist ein ganz individueller Prozess. Und nicht nur individuell von Pferd zu Pferd, auch individuell von Lektion zu Lektion. Ja, und was ihr mit schablonenhaftem Muster meint, ist natürlich das, was wir im großen Dressursport sehen. Dass die Pferde auf so eine bestimmte Art und Weise den Kopf-Hals eingestellt haben und ihre Vorhand bewegen auf Kosten der dann nicht genauso gut bewegten Hinterhand. Also das ist ja so ein bisschen Geschmackssache. Man sieht das heute sehr gerne. Das wird auch hoch bewertet, wenn die Pferde so eine starke, federnde und übertriebene Vorhandaktion haben. Aber so richtig gesund scheint das nicht zu sein, weil so alt wie zum Beginn des Dressursports werden die Pferde heutzutage nicht. Meist nicht. Selten. Es fehlen eher am Ende 10 Jahre. Ja, das muss man so sehen. Stefanie Bauer, wie definieren die alten Meister korrekte Aufrichtung und wie wirkt sie körperlich sich auf Reiter und Pferd aus? Also einmal die alten Meister. Wann ist alt? Also zu Zeiten von Grisone bis Plüvinel. Ist ja schon ein schöner Zeitraum. 16. 17. Jahrhundert. Mhm. Spricht man tatsächlich nicht in der Form über Aufrichtung. Man muss aber auch sagen, dass die in ihren Ställen die allerbesten Pferde hatten und die auf kleinem Raum ausgebildet haben, das heißt auf Volten, auf Kreisen. Und wenn ich ein Pferd auf der Kreisbahn ausbilde, habe ich es eigentlich durch die diagonalen Hilfen immer in eine Art Schulter herein oder in eine Art Gruppe herein. Da stellt sich das Problem, dass wir heute in den 40, 60er Hallen mit den schubkraftbetonten Pferden erleben, das stellte sich damals gar nicht so. So ein Andalusier-Kriegspferd der damaligen Zeit, das Idealbild, oder so ein Berber, der hat den Hals einfach oben dran. Das waren Hengste, die man da geritten hat. Ja, dazu muss man ja auch ganz klar sagen, so jetzt ist meine Videokamera gerade weg. Genau, bis gerade noch wegschalten. Ist das nicht ein lustiges Bild von unserem Chris? Das Video kann nicht gestartet werden. Nein, das liegt bei dir. Du musst mich einmal nochmal... Ich könnte dich nochmal zum Host machen, zum Host machen. Mach das mal. Host erstellen. Host wechseln. Du darfst Host sein. Du so, bist. Dann kriege ich auch wieder ein Video. Ah, wieder. Andere Kamera sieht komischer aus, aber
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass wir früher halt eben auch nicht diese Thematik haben, bis zu den zwei Weltkriegen, dass die Pferde großartig tief geritten worden sind. Erst als der Typus des Pferdes sich auch ein Stück weit geändert hat, als dann halt eben das Vollblut damit reingekommen ist, die englischen Pferde genutzt worden sind, wurden die Pferde halt eben vom Rechteck in ein Quadratpferd und dann hat man halt eben auch versucht, diese Pferde anders zu reiten. Andersrum, ne? Vom Quadratpferd zum Rechteckpferd. Die wurden ja länger. Das ist nicht so gesagt gerade, aber genau so war es gemeint. So war es gemeint, tatsächlich. Die wurden zunehmend länger, weil sie eben... Die wurden zunehmend länger und sie konnten halt eben auch mit ihrer Art zu reiten diesem Typus erst einmal nicht so wirklich umgehen. Mit diesen Jahren ist man dann dazu hingegangen und hat die Pferde tiefer geritten. Tiefer heißt aber nicht das, was wir heutzutage sehen, dass der Kopf unter den Widerriss gegangen ist, sondern eigentlich war die Nase maximal auf Buckgelenkhöhe. Und wenn wir das teilweise in der HDV uns anschauen, ist der sogar eigentlich noch höher. Und dort wird das junge Pferd in dieser Art und Weise mit einem relativ langen Hals geritten. Man lässt ihm den Hals und beeinflusst den nicht so sehr. Und danach holt man über die Versammlung dann entsprechend die ganze Thematik wieder dazu. Das heißt also, wir erzeugen dann die Aufrichtung. Danach ist von diesem tiefen Reiten eigentlich in der ganzen Kavallerievorschrift nicht mehr die Rede. Das heißt, ein älteres Pferd, weiter ausgebildetes Pferd, haben die entsprechend auch nicht mehr vorwärts, abwärts, in die Tiefe geritten. In die Tiefe hieß von denen auch ein Pferd, was den Unterhals rausdrückt und die Nase vielleicht sogar senkrecht hat, also nach oben guckt, was den Reiter nicht tragen kann, dass ich das dazu bringe, den Hals länger zu machen, um das Ganze in der Balance halten zu können. Ja. Also, und dass die tiefer gehen, das ist eigentlich erst eine Erfindung sogar in der neueren Zeit, tatsächlich vielleicht sogar erst der letzten 30 Jahre, wenn überhaupt. Also vorher ist man so tief eigentlich eher seltener geritten. Und dieses, du hast vorhin das schon angesprochen, dieses zu tief ist oftmals eben auch ein Problem, weil dort, wie gesagt, also die Schwerkraft dem Pferd zum Problem wird. Der ganze Hals und der Kopf wird normalerweise durch eigene Energie gehalten, durch die Nackenrückenplatte, durch das Nackenrückenband. Und das Pferd braucht relativ wenig Kraft dafür, beziehungsweise in den meisten Bewegungen gar keine Kraft. Da wird ein Muskel mal kurz angespannt, ein anderer entspannt und den Rest macht dann eben die vorhandene gespeicherte Energie. Erst dann, wenn es tiefer geht, dann muss das Pferd das quasi den Kopfhals in die Seile hängen zum Grasen. Ja, dann braucht es das nicht mehr. Das ist wirklich interessant. Es gibt ja ganze Physiotherapielager, die sagen, nur im tiefen Vorwärts-Abwärts-Kommen geht das lange das Rückenband und die Nackenrückenplatte zum Tragen. Erst dann gibt es besagte kraftfreie, und das ist doch nicht richtig. Nein, also man kann eins sagen, es gibt einen durchaus guten Effekt. Je tiefer ich den Hals und lang habe, dann ist das ein positiver Effekt für die Facettengelenke, vor allem der Übergang vom letzten Halswirbel zum ersten Brustwirbel. Das öffnet sich und kriegt weniger Kompression. Bei einem langen Hals mit offenem Genick, was maximal Höhe Buckgelenk ist. Das erzeugt ein Auseinanderziehen der vorderen Brustwirbel. Vor allem Pferde, die dort Probleme hatten und Schmerzen hatten, denen kann ich damit helfen. Aber ich rede von einem Pferd im Stand oder maximal im Schritt, weil das Pferd wird auf die Vorhand kommen. Weil nun, je tiefer ich komme, zieht das Nackenrückenband über den Widerriss quasi als entsprechenden Fixpunkt. Und ich behandle sehr viele Pferde im Warmblutlager, wo ich neuerdings zu 70, 80 bis 90% das Thema Axthieb habe. Ja. Sehr, sehr auffällig habe. Ja, und wenn man sich das physiologisch-anatomisch an diesen Stellen anschaut, dann ist der Trapezmuskel, der hat einen Kopfteil und er hat einen Brustteil, also einen Halsteil und einen Brustteil. In der Mitte wie eine Naht.
Die Naht ist genau an der Stelle, wo der Axthieb entsteht. Darunter liegt noch ein weiterer Muskel, der Rhomboideus, der Rautenmuskel. Der hat auch an derselben Stelle so ziemlich auch eine Naht. Wenn ich nun den Kopf zu tief nehme und das Nackenrückenband gegen den Widerriss nach unten drückt, dann muss diese Muskulatur samt auch noch dem weiteren, dem Spleniusmuskel, muss dort isometrische Arbeit leisten, und zwar nur der Halsteil dieser Muskeln. Und nun habe ich dort quasi eine Überdehnung gegen den Widerriss. Und dann lasse ich dieses überdehnte Band wieder los. Und dann entsteht der Axthieb. Genau, und dann entsteht an dieser Stelle der Axthieb. Das ist spannend. Das ist spannend. Den haben wir nämlich nicht in unseren Fragen gehabt, den Axthieb. Sehr gut, dass du das jetzt erklärt hast. Die Doyaipur stellt uns eine ganz provokante Frage, die ich super finde. Warum soll man in Aufrichtung reiten? Warum eigentlich? Kann man ja auch lassen. Naja, ich sage mal, wir müssen in einer gewissen Aufrichtung reiten. Eigentlich sind diese Fragen alle schon beantwortet worden. Der Chris hat das sehr, sehr deutlich erklärt. Wenn ihr das Pferd in zu tiefer Kopfhaltung reitet, dann läuft es, egal wie ihr es macht, auf der Vorhand. Ihr sitzt im Sattel und der Sattel liegt im vorderen Drittel des Rückens. Auch wenn ihr nur 40 Kilo oder 35 Kilo wiegt. Oh, okay. Aber die meisten Menschen wiegen leider deutlich mehr. Ja. Habe ich natürlich. Ja, also wiegen deutlich mehr und wir liegen oder wir sitzen auf der Vorhand. Das Pferd trägt uns, versucht es das so gut wie möglich. Er trägt uns, versucht es so gut wie möglich zu leisten. Aber am Ende, was ich vorhin sagte, ich sag mal im dritten Drittel des Lebens, dann erfahrt ihr, ob ihr das richtig gemacht habt oder nicht. Ja, meistens kriegt man leider halt dann eben eine Antwort vom Pferdekörper, die man unmittelbar dann leider gar nicht zuordnen kann. Ja. Das heißt also, die fangen auf einmal an zu stolpern. Die wehren sich auf einmal gegen den Zügel. Oder sie haben den Fesselträgerschaden, Hufrolle und all diese Thematiken, Spatt. Das heißt also, das schiebende Hinterbein, dann sehen wir auf einmal rotierende Hinterhufe, die Sprunggelenke kommen mit jedem Aufkommen nach innen, drehen nach innen oder nach außen. Ein Bein dreht mehr als das andere. Und das sind Langzeitschäden, die man durchaus auf entsprechende Bewegungsmuster, die lange antrainiert worden sind, zurückführen kann. Und da vielleicht nochmal eine Warnung an viele Leute, gerade Pferde, die halt eben in sehr viel in Boxenhaltung oder auch nur auf einem Paddock stehen, selbst wenn sie halt viel draußen sind, aber sich in erster Linie nicht bewegen. Jede Stunde, die ich so ein Pferd täglich rausnehme, ist dessen Hauptbewegung. Das heißt also, deren Hauptbewegungsmuster erzeuge ich, nicht das Pferd. Das Pferd kann sich fast nicht kurieren. Eine Sache noch, die du nicht erwähnt hast, ist Hufrollenentzündung, was ja auch bei vielen Pferden schon in relativ jüngeren Jahren zu sehen ist. Das sind alles, und Fesselkopfträger sich streifen in der Vorhand, das sind alles Dinge, die daher kommen, dass die Pferde nicht in der Kraft geritten werden und nicht ein wenig mehr auf der Hinterhand geritten werden, als sie es werden sollten. Wie viel? Das müsst ihr selber entscheiden. Ihr müsst jetzt nicht alle hier großartige Dressur reiten. Ihr müsst nicht in der Reitbahn euch bewegen, wie wir das vielleicht machen, leidenschaftlich machen. Aber ihr müsst auch überlegen, was tut ihr überhaupt in der Bahn, wenn ihr in der Reitbahn reitet. Ich sage mal, wenn jemand im Gelände reitet, Distanz reitet, Wanderreiten, die fummeln nicht viel an der Form des Pferdes herum. Die meisten Pferde laufen in einer natürlichen Art und Weise, ja, wie sie den Reiter tragen können, davon ab, dass die Leute auch im Allgemeinen etwas längere Sättel haben, wo die Last auf dem Rücken besser verteilt wird. Diese Pferde nehmen nicht so viel Schaden wie die Pferde, die falsch Dressur geritten werden. Schauen wir mal in andere Völker. Schauen wir mal zum Beispiel in die Mongolei. Ja, mein Gott, da machen die sich keine Gedanken über Aufrichtung. Aber, und das muss man auch sagen, in der Mongolei ist ein Pferd ein Mehrnutzungstier.
die essen die auch. Das heißt, die erwarten gar nicht, dass die 30 Jahre alt und voller Leistung werden. Und die haben davon auch genug, dass sie auch abwechselnd reiten können. Also nicht jeden Tag auf ihren Ritten immer dasselbe Pferd benutzen. Ähnlich in Nordafrika. Die haben ja die Ringkandare. Und sobald man die anpackt, geht der Kopf aber sowas von nach oben und auch die Halsbasis sowas von nach unten zum Stoppen. Aber die machen 5, 6 Heiligenfeste im Jahr. Dann nehmen sie das Tier, das sonst gefesselt über die Wiese humpelt, nehmen sie den und reiten den. Und die Berberpferde... Ja, sind ja auch so gebaut, im Grunde, dass sie den Reiter relativ... Also, sind ja kleinere Pferde, die den Reiter relativ gut tragen können. Mein Berber ist jetzt 29, der hat heute... Was? Ja, eben. Das sind ganz mein Lehrling hat mir heute erzählt, sie hat ihm nach dem Reiten den Sattel runtergemacht, hat ihn wälzen lassen, danach ist er hochgekommen und hat eine Kapriole gesprungen. Der alte Sack, 29. So, gucken wir mal zum Beispiel ins Westernreiten. Einmal in das echte Ranch-Reiten, also in die Arbeitsreitweise. Ja. Da korrigieren die auch nicht an, also in der Grundausbildung beim Anreiten achten sie ein bisschen drauf, dass das Pferd die Hilfen versteht, aber dann kümmert sich doch beim Roben und bei der Rinderarbeit kein Mensch um die keine Zeit dafür. Aufrichtung seines Pferdes. Aber auch das haben wir ja von Jolt gehört, dass er das in der Praxis mitgekriegt hat, wechselnde Pferde. Nicht jedes Pferd diese Anforderung jeden Tag. In der speziellen Saison einmal die Woche. Und ansonsten stehen sie auch wieder draußen und können über die Prärie galoppieren. Was anders ist, ist der Western-Sport. Da will man heute die Pferdeköpfe deutlich zu tief sehen für Pferdegesundheit, muss man einfach so sagen. Und das nicht nur in der Disziplin, wo tiefe Pferdekopf sinnvoll ist, im Cutting, wo das Pferd durch die tiefe Kopfhalshaltung Auge in Auge mit dem Rind ist, dass es davon abhalten will, zur Herde zurückzukommen und schon durch eine Kopfbewegung der Kuh den Weg abschneiden kann. Dafür ist das nämlich gemacht. Sondern auch in Disziplinen wie Reining oder wie Pleasure. Überall haben sie den Kopf zu tief. Zu tief für Pferdegesundheit. Und darum halten Quarter Horses auch in unseren Breiten im Sport nicht sehr lange. Nicht sehr lange. Also die sind nahezu auch alle komplett in der Schulter blockiert, muss man ganz klar sagen. Also Quarter Horses, die ich behandelt, haben fast alle extreme Probleme in diesem ganzen Bereich, dass sie dort halt sehr, sehr schmerzhaft unterwegs sind. Die haben alle wenn man direkt ins Genick fasst, haben die dort extreme Schmerzen, ne, weil wir auch dort den Zug des Nackenrückenbandes ans Hinterhaupt haben. Bis hin halt eben, und das ist auch röntgenologisch nicht selten, das betrifft jetzt nicht nur Quarter Horses, sondern generell das tiefe Reiten, haben viele Pferde am Übergang 5., 6. Halswirbel Arthrosen. Jawohl. Weil dort halt eben die Kompression auch mit entsprechend auf die Gelenke wirkt. Ich möchte da nochmal reinhaken beim Westernreiten. Ich komme aus dem Westernreiten. Ich habe das seit 1978 betrieben, 15 Jahre lang, bis hin zum ganz hohen Sport. Liebe Leute, was wir da in Deutschland machen oder was die Leute auch in Amerika und in anderen Ländern machen mit diesen Pferden, das ist nicht gut. Ich möchte da jetzt ganz klar mal eine Lanze für brechen. Das ist nicht gut. Verändert das bitte. Diese Pferde werden massenweise ruiniert. Als ich angefangen bin mit den Quarter Horses, gab es 1,6 Millionen. Heute gibt es über 4,5 Millionen Quarter Horses. Warum wohl so viel? Weil die verschlissen werden ohne Ende. Ja? Und bitte, überlegt euch mal, was das heißt, wenn ihr Pferde, die modisch geritten werden, das ist eine Mode, eine verdammte blöde Scheißmode, tut mir leid. Das hat nichts mit Reiten zu tun. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die mit den Sattlern machen, wo sie dicken Holzklötzer nicht die Füße kloppen. Das ist das Gleiche. Das Gleiche, wo sie die Köpfe hochreißen und den Rücken wegdrücken. Das sind alles Modeerscheinungen. Ihr ruiniert diese Pferde und Mensch, ihr kauft euch so ein teures liebes Tier, ihr liebt es tatsächlich und ihr wisst gar nicht, was ihr tut. Ja. Ich habe so viele Umsteiger in meinem Klientel von den Reitern, die versuchen, ihre Quarter Horses wieder in eine andere Richtung zu reiten. Und es gelingt auch, man kann das. Vorausgesetzt, sie kommen früh genug. Wenn es zu spät ist, dann kann ich auch nicht mehr zaubern. Okay.
Nadine Aldag, woher kommen eigentlich die Begriffe relative und absolute Aufrichtung? Woher die kommen, kann ich dir auch nicht sagen. Aber mit dem Begriff absolute Aufrichtung wird ziemlich Schindluder getrieben heutzutage. Das eindeutig zu hoch wird dann absolute Aufrichtung genannt, aber auch das in optimaler, höchster Aufrichtung wird dann auch absolute Aufrichtung genannt. Also das Gesunde genauso wie das Ungesunde. Ich bin da so ein bisschen unglücklich. Und mit relativ ist dann halt alles dazwischen gemeint. Ist so ein bisschen Begriffsmurks. Wie siehst du das oder du? Ja, es ist, ich glaube, die Diskussion, genau kann ich sie auch nicht verorten, haben wir natürlich schon bei Steinbrecht, Boucher etc., die sind ja damit, da sind ja Welten aufeinander geprallt, weil der gute François Boucher halt sein Pferd in der im Stand den Kopf angehoben hat und dann angeritten hat und das teilweise sogar festgehalten hat, dass die Pferde wirklich mit senkrechter Kopfhaltung geritten worden sind. Und er konnte das auch nur noch wettmachen, indem er halt entsprechend den Sporen dann schwer eingesetzt hat, um die Pferde zu versammeln. Und dann hat er halt damit entsprechenden Erfolg gehabt, hat sehr viele Leute hinter sich gehabt, die das auch ausprobiert haben. Keiner konnte das nachreiten. Er hat seine Methode dann über viele, viele Jahre hinweg immer wieder verändert. Er ist einer der wenigen Reitmeister, von denen wir nicht ein oder zwei Bücher haben, sondern derer gleich 13. Und man kann die alle übereinander legen und in jedem ändert sich etwas. Das muss man dem Guten auch mal zugute halten, dass er sich da verändert hat und diese absolute Aufrichtung später eigentlich auch verschwunden ist, dieses Festhalten. Weil er geht eigentlich dazu über, dass er zwar sagt, okay, nimm den Kopf hoch, aber danach benutze ich den Zügel nicht mehr. Ist das ein Seger oder für Phyllis? Seger. Seger, ne? Der Seger. Ja, genau. Aber, ja, genau. Und der Seger hat, ja. Seger hat ja diese Hastiradenschrift, ein ernstes Wort an Deutschlands Reiter, geschrieben. Ich glaube, vieles, was da drin steht, ist so korrekt. Auch wenn es nicht nett geschrieben ist, also mit blutenden Flanken und so weiter. Liest man das vielleicht nicht in der altertümlichen Schriftart? Und würde man da einfach ein paar neue Bilder aus dem Reitsport dazusetzen, dann ist es eigentlich eins zu eins das, was wir heute im Reitsport sehen. Ja. Und man könnte auch heute eigentlich diese Schrift nehmen, sagen, ein ernstes Wort an Deutschlands Reiter. Es würde passen. Vieles davon trifft genauso auf die heutige Sportreiterei zu. Aber um auf diese absolute Aufrichtung zu kommen, also eigentlich damals war das eine Begrifflichkeit dafür, dass der Reiter den Kopf und den Hals nach oben gehalten und festgehalten hat. Ja. Und diese Pferde sind meistens wirklich, wenn man sich dann zeitgenössische Fotos anschaut, wirklich mit sehr weggedrückten Rücken und hoch aufgerichteten Unterhals geritten worden. Auf entstellter Kruppe, das sieht auch jemand, der sich noch nicht ganz so mit der Biomechanik auskennt. Schaut mal bei diesen, schaut mal bei diesen Pferden auf die Kruppe und schaut mal, das eine Bein ist wahrscheinlich relativ weit untergesetzt, aber das andere Bein geht unglaublich weit nach hinten raus. Das heißt, sie laufen in Schubkraft. Dieses mit der Schubkraft, das haben wir jetzt schon öfter erklärt, das möchte ich nochmal erklären. Zu der Zeit, kannst du sagen, von 1870 bis zu Ende des Zweiten Weltkrieges waren Pferde nur noch Truppentransporter. Die mussten sehr schnell laufen können. Ausdauernd sehr schnell lange laufen können. Egal wie lange die Leute gelebt haben, die mussten auch Kanonen ziehen können. Das musste auch schnell gehen. Das ist der Grund, warum man die mehr in Schubkraft als in Tragkraft geritten hat. Das können wir heute nicht übersetzen in die Dressur. Das muss man nochmal alles überdenken, diese ganze Geschichte. Leider auch der gesamte Sportbereich sollte da nochmal drüber nachdenken, ob das richtig ist, was den Leuten da in den Reitschulen gelehrt wird. Ja, die eine Sache ist ja der Sport. Und im Sport, also entschuldigt bitte, ein Gewichtheber, der bei Olympia Gewichte hebt, der weiß, dass er mit 45 nicht mehr gesund ist. Das macht er aus anderen Gründen. Im Reitsport habe ich allerdings einen Partner, der das nicht freiwillig für sich entscheidet.
Ich will sagen, Gewichtheber, erinnere dich an unseren Freund Martin. Darf ich ausreden? Ja, klar. Da werden auch Kinder zu genötigt von ihren Eltern. Ne? Also die sind dann auch Opfer des Systems. Das muss man mal sagen. Der hat das damals in der Tschechei machen müssen. Und die haben dem Sachen gespritzt. Also der war mit 30 schon platt. Ja, mit 45 tot. Und so geht es eben den Pferden auch. Sport ist, so wie wir ihn heute sehen, selten noch gesund für die Teilnehmer, sondern das kostet was. Der Preis, den ich da an der Wand hängen haben möchte, der kostet was. Und zwar Physik. Also ein Hochleistungssportler, ein sehr erfolgreicher Hochleistungssportler. Ich kenne viele ehemalige Fußballer oder schauen wir uns so einen Boris Becker an mit künstlicher Hüfte und Kniegelenk und so weiter. Die betreiben Raubbau an ihrem Körper, aber natürlich halt auch im Sinne ihres Sports, um dort halt entsprechende Erfolge zu erzielen. Und du hast gerade schon den Partner Pferd genannt, der hat sich das erstens nicht ausgesucht, aber natürlich, und das wird halt immer auch dagegen gehalten, gibt es ja die gesunden Pferde. Ja, wir kennen auch alle den 90-jährigen Opa, der jeden Abend seine Flasche Schnaps gesoffen hat und seine Zigarre geraucht hat und trotzdem 90 geworden ist. Und na klar, wenn wir uns anschauen, wie viel Pferdematerial wir in Deutschland haben, wie viele Reitschulen wir haben und wie wenig Hochleistungspferde wir haben, dann ist das eigentlich die Rechnung, die halt entsprechend da gemacht werden muss. Natürlich gibt es dann einen unter zigtausend, der trotz allem am Schluss des Tages nicht mit Fesselträgerschaden irgendwo in der Box steht, sondern trotzdem noch irgendwo auf der Weide. Ja, das sind die ganz harten Hunde, aber von denen gibt es leider nicht mehr so viele. Ja, weil wir die ja immer weicher züchten. Ja. Damit man immer mehr auf Schönheit, immer mehr auf Korrektheit. Mehr Hypermobilität, ja. Mehr Federkraft, um noch auffälliger zu laufen. Also das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Diese erfolgreichen Pferde, die so uralt werden, sind häufig nicht die schönsten. Mhm. Ja, die harten Hunde. Ja. Okay, wann sollte man denn mit Aufrichtung anfangen? Fragt uns Annette Ludwig, wie haltet ihr es mit Aufrichtung beim Einreiten? Kann ich das vom Boden aus vorbereiten und wenn ja, wie? Natürlich kannst du es vorbereiten. Das ist wieder das, was ich sage, in der Kraft laufen. Beobachte dein Pferd, wann macht es die längsten Schritte, wann läuft es leise. Fängt mit der Bodenarbeit an. Das müssen wir nochmal ganz deutlich sagen. Ein Pferd in Aufrichtung zu reiten, bedeutet es versammelt zu reiten. Ja? Ja. Versammlung und Aufrichtung sind die beiden Seiten einer Medaille. Ist das gleiche Ding. Wenn ich ein junges Pferd gesund reiten möchte und dem die richtigen Bewegungsideen, dass das mal Bewegungsmuster wäre, der geht ja, wie er es auf der Wiese gewöhnt war. Ich muss dem ja neue Ideen geben, mit Reiter sich zu bewegen. Das kann ich schon an der Hand vorbereiten. Das zielt immer alles in Richtung Versammlung und Aufrichtung. Das heißt schon, das junge Pferd muss das verstehen lernen. Das kann er aber nicht in einer halben Stunde oder in 45 Minuten oder in einer Stunde, sondern das kann er in 5-Minuten-Einheiten, zu Anfang in 2-Minuten-Einheiten, kann der den Rumpf mal so anheben und mal eine Korrespondenz mit mir entwickeln, wie ich mir wünsche, dass er mich gesund trägt. Solange, wie das Pferd es von alleine schafft, das ist die Zeit, die wir es belasten können. Und es gibt da kein, was ist hoch, was ist tief. Stellt euch mal einen Friesen vor und dann nehmt ihr dagegen ein Quarterhorse. Ja? Na, kommen wir auch gleich noch zu. Ich muss doch rausfinden, was ist denn für mein Pferd gut? Genau. Ja, und dann gibt es selbst in der Rasse gibt es dann auch mal Unterschiede. Da gibt es welche mit einem höher angesetzten Hals, mit einem tiefer angesetzten Hals, mit einem höheren Widerriss, mit einer steileren Hinterhand, mit einer geraderen Hinterhand, mit einer nach hinten rausgestellten Hinterhand, mit einer zu langen Lendenwirbelsäule, eine Rippe zu viel, wie man so schön sagt, langen Rücken, Karpfenrücken und so weiter und so fort. Rückständige Vorderbeine oder vorschübige Hinterbeine etc. Das Wichtige dabei ist tatsächlich, ich muss auch immer den aktuellen Stand des Pferdes mir anschauen und den beurteilen und auch sein Bewegungsmuster beurteilen. Und das ist halt eben, wir können das gar nicht pauschal sagen, wie so ein Pferd halt eben auszusehen hat. Aber was wir immer sagen können als Fachleute, wie
Ist das Pferd aktuell unterwegs und läuft es in einer Kraft? Erzeugt das Pferd eine Aufrichtung aus einer Versammlung heraus? Weil Aufrichtung ist immer das Produkt der Bewegungseffizienz in Versammlung. Oder wird da etwas kaschiert und muss da Muskulatur arbeiten, die vielleicht sonst nicht arbeiten sollte? Genau. Oder vergleicht mal einen Friesen mit einer abgeschlagenen Gruppe. Viele haben das ja. Und er nimmt dann Vollblutaraber. Was für ein krasser Unterschied. Beide Pferde müssen völlig unterschiedlich gearbeitet werden. Ja, oder nach Atekina. Ja, und das ist ja, das. Aber für alle sind die Seitengänge das richtige Rezept. Ja. Nur halt eben in einer anderen, in einer anderen Abstellung. Ne? Dass man also wirklich auch schauen kann, was bringt dem Pferd Balance? Und dafür ist der Seitengang auch da. Dass der Seitengang ist nicht dafür da, dass man den Seitengang macht, weil das eine schöne Bahnfigur ist, weil das irgendwie cooler aussieht, weil man irgendwie quer oder irgendwie krumm unterwegs ist, sondern ich kann nur so viel Seitengang reiten, wie mein Pferd auch die Stellung des Kopfes und die entsprechende Abstellung des Halses in Balance halten kann. Und das ist das Wichtige, weil ihr vorhin von der Handarbeit gesprochen habt. Dort habe ich noch kein Reitergewicht. Und ich muss auch in der Handarbeit schon schauen, fällt mein Pferd auf die Vorhand? Muss eine Vorhand mehr ertragen als die andere? Schiebt eine Hinterhand mehr als die andere? Und wenn ich dann mein Pferd 23 Stunden in der Box habe und hole das eine halbe Stunde oder eine Stunde für den Seitengang raus und mache den ganze Zeit, meinetwegen über eine halbe Stunde, nur Schulter rein links, dann ist das auch nicht mehr gut. Richtig. Sag mal, wie steht ihr denn dazu? Kann man Pferde zu viel aufrichten? Sarah Vanessi fragt das und das finde ich eigentlich. Dann kann man Pferde zu viel. Also oder erklärt, wieder Rücken weggedrückt, Hinterhand geht raus. Damit, also das meint, ja, vielleicht meint sie das. Also wir kennen ja alle Pferde, die sehr ambitioniert geritten werden, ne? Bestimmte Trainingsmethode und die werden sehr hoch aufgerichtet geritten. Und manchmal fehlt mir da die Anbindung. Also das kommt nicht von hinten, sondern das ist so etwas, das antrainiert vorne hoch zugelassen wird. Ja. Das ist keine Kraft, die von hinten nach vorne sich entwickelt. Nein, da ist das. Mitunter. Ne? Also da gibt es, aber das ist ja nicht Aufrichtung. Aufrichtung ist Versammlung. Genau, ja. Also das, was du meinst, ich glaube, also jeder hat so ein bisschen das Bild vor Augen, was man da eben sehen kann. Das ist der herausgedrückte Unterhals, der eben die Schulter in seiner Vorwärtsbewegung auch ein Stück weit behindert. Obwohl er der Vorführer der Vorhand ist, ist er permanent angespannt. Damit wird der Vorgriff der Schulter entsprechend kürzer. Es sei denn, wenn wir jetzt über zum Beispiel den Mitteltrab reden, dann kann ich natürlich auch über die Kompression eine Flattern der Form. Aber wir haben ja schon von Gegenspielern geredet und der Gegenspieler ist halt der breite Rückenmuskel, der wiederum an der Rückführung der Vorhand beteiligt ist auch. Wenn ich ein Pferd jetzt nun in einer Pseudo-Versammlung reite, indem ich ihm beibringe, zwar eine Hankenbeugung zu erzeugen, aber vorne nicht effizient unterwegs zu sein, ja, dann wird es einfach nur langsamer. Und das hat aber nichts mit Versammlung zu tun. Das Tempo durch die Versammlung wird natürlich bei gleicher Energie geringer. Aber diese Leute müssen meistens noch mehr Energie dazu erzeugen, weil sie den Vorgriff des gesamten Pferdes nicht mehr hinbekommen. Das Pferd, ne, tippelt dann mehr und es muss mehr Kraft aufwenden und wird zum Teil allerdings auch ja, akzentuiertere Bewegungen erzeugen. Weil es eben sich so aufrichtet. Das wird man spätestens in Lektionen wie Pirouette sehen, in der Passage wird man das sehen, in der Piaffe wird man das sehen. Da braucht man zum Teil mehr Energie und den Pferden sieht man das an, dass die angestrengter unterwegs sind. Also wieder eine Definitionsfrage. Wann ist Aufrichtung zu viel? Kann man Pferde zu viel aufrichten? Ja, eigentlich nicht. Gesunden Aufrichtung. Also ich habe einen kerngesunden Lusitano
Und den bitte ich ständig um ein bisschen Aufrichtung. Also im Trab geht es immer so, kannst du das auch ein bisschen passageartig? Er soll nicht, Passage kann er auch. Aber wir fragen ständig nach Aufrichtung. Aber also wieder ist hoch. Ne? Hinten runter, vorne hoch. Darum bitte ich ihn. Ich bitte ihn nicht um Kopf hoch. Und wer Aufrichtung mit Kopf oder Hals hoch verwechselt, dem muss ich sagen, ja, da gibt es ein zu viel. Aber wer Aufrichtung aus der Versammlung heraus versteht, geht eigentlich, die optimale Aufrichtung ist für mich die Levade. Je mehr Versammlung aus der Hinterhand nach vorne entsteht, desto mehr richtet sich das Pferd auf. Darum könnt ihr keine künstliche Aufrichtung bei einem jungen Pferd erwarten, es geht nicht oder verlangen. Je mehr das Pferd sich versammeln kann, desto mehr wird es sich aufrichten. Und das ist in bestimmten Lektionen, das sprich Piaffe, Passage und die Pirouette, Messer und so weiter, da wird es sich aufrichten und in den anderen Dingen. Wenn ihr dann wiederum den Pferden auch zum Beispiel einen Mitteltrab abverlangt, wird es nach unten gehen mit dem Genick. Definitiv. Es wird sich immer so einstellen, dass es seine Gänge für euch optimal erreichen kann. Ihr müsst für euch entscheiden, wann ist das Pferd zu weit zu passagieren, wann ist das Pferd zu weit zu pirouettieren. Wenn es die Kraft in der Hinterhand nicht habt und ihr verlangt es von dem Pferd, schmeißt es sich auf die Schulter, die Pirouette wird zu schnell, das Pferd richtet sich auf, ihr müsst mit der Hand festhalten, es wird heiß. Den Unterhals dagegen, um immer, überhaupt... Immer wenn eure Pferde heiß werden bei irgendwelchen Übungen, dann seid ihr zu schnell in eurem Fortschritt, euer Pferd auszubilden. Okay. Das kann Damit es nicht leisten. Haben wir auch die Frage von Antonia Rizier und Leona Sommer beantwortet, kann es zu viel Aufrichtung geben? Kommen wir zu Christina Miranda. Macht es überhaupt Sinn, aktiv mit dem Zügel gezielt an der Aufrichtung zu arbeiten? Nein. Eher nicht. Das Pferd bietet euch, was ich eben gesagt habe, das Pferd wird mit dem Fortschritt seiner Ausbildung, mit dem Fortschritt seiner Kraft, wird es die Aufrichtung mehr und mehr alleine hinstellen. Allerdings möchte ich da jetzt noch etwas in den Raum stellen. Wenn wir den Pferden zu früh abverlangen, langsamer im Schulgalopp zu galoppieren, dann ist es häufig bei Pferden, die nicht vermögend genug im Rücken und in der Hinterhand sind, fangen die an, sich von Boden ab, mit der Vorhand vom Boden abzustoßen und kriegen dann diese Nickbewegungen. Im Galopp, speziell nur im Galopp. Stoßen sich ab und machen diesen. So, und dann muss ich sagen, seid ihr mit der Anforderung der Versammlung zu forsch vorangegangen. Das Pferd kann das noch nicht halten. Diese Pferde entwickeln eine Mords-Hinterhandmuskulatur, meistens tatsächlich halt neben der Schweifrübe nach unten, da sind zwei Muskeln, die gehen auch hinten an den Sitzbeinhöckern entlang. Da haben die ordentliche Pakete, die sind meistens bretthart, allerdings auch bretthart in der Lendenwirbelsäule. Das heißt also, diese Reiter reiten zwei Pferde, eins hinterm Sattel und eins ab hinter dem Sattel nach vorne, dort, wo sie sitzen. Das Pferd selbst kommt nicht mehr zusammen. Sie haben also hinten ein in Anführungsstrichen optisch versammelbares Pferd mit viel Kraft in der Hinterhand, weil sie Krafttraining machen. Aber vorne kann das einfach nicht mitmachen. Das funktioniert nicht. Spannend. Ja. Silvia Gauber fragt uns, wie lange dauert es durchschnittlich bei euren Pferden, bis die Aufrichtung konstant wird? Ist es normal, dass mein Kleiner, der noch am Beginn der Ausbildung ist, inkonstant ist? Er schafft immer nur einige Tritte, dann hebt er die Nase vor die Senkrechte und ich muss wieder korrigieren. Yes. Ja. Ist so. Ja. Ich kann dir nicht sagen, 3 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr. Also wir haben welche, die können es nach einem Jahr, wir haben welche, die können es nach 5 Jahren noch nicht. Ich muss auch noch mal reingrätschen. Nase an der Senkrechten ist nicht der Hauptfokus. Ein nachgiebiges Genick und ein lockerer Unterkiefer ist der Fokus. Wir haben einen Knapstrupper, der hat so einen Geigenkastenhals, der kann gar nicht wirklich mit der Nase an die Senkrechte, weil der hier so beladen ist. Der quetscht sich. Geigenkasten, nicht ein Schuhkartonhals. Schuhkartonhals. Trotzdem ist der ganz weiche Maul und ganz nachgiebig im Genick. Nur den ziehen wir dann nicht in Richtung Senkrechte. Also bitte mach dich nicht so an der Senkrechten fest. Und wenn dein Pferd vorne ein bisschen mehr Raum braucht, aber ansprechbar bleibt, weich bleibt im Genick und weich bleibt im Maul, bitte zwing den nicht in Richtung Senkrechte.
Es hat ganz viel mit Balance zu tun. Also das, was du gerade schon gesagt hast, also das eine ist halt eben das an die Senkrechte, was von alleine kommt. Das andere ist auch das links und rechts, dass die Stellung noch funktioniert. Das funktioniert nur dann, wenn das Pferd losgelassen oben seine Gelenke auch bewegen kann, und zwar selber. Das darf nicht der Reiter machen. Ein Impuls oder ein Bewegen der eigenen Positur, der Schultern, muss eigentlich halt eben dann auch dazu geeignet sein, das Pferd zu wenden. Ne, das kommt später viel mehr aus der Schulter, aus der Oberkörperdrehung des Reiters, Anlegen des Zügels an den Hals und nicht aus etwas anderem, weil dann geht meist die Balance flöten, das Pferd verwirft sich und fällt auf die ein oder andere Vorhand. Das ist tatsächlich ein Ausfallen aus der Aufrichtung und aus der Versammlung. Das passiert auch mit den jüngeren Pferden. Na klar, sind die nicht ständig im Topform. Muss man gucken, kriege ich dich nochmal oder bist du jetzt tatsächlich schon Trageesche? Habe ich zu lange gemacht. Ne? Ich möchte da nochmal ein Wort reinwerfen, das haben wir heute Abend gar nicht benutzt. Und das ist die Rahmenerweiterung. Das ist nämlich das, dass wir dem Pferd die Möglichkeit geben, durch Vorlassen der Hand den Rahmen zu erweitern, die Nase vor die Senkrechte zu nehmen. Und nicht unbedingt in die Tiefe, das können wir steuern mit der Hand, wie wir wollen. Aber das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir von in der Kraft sprechen, dann ist es häufig verbunden mit einer kleinen Rahmenerweiterung. Das können manchmal 5 oder 10 Zentimeter sein, mehr ist das gar nicht. Plötzlich merken wir, ui, jetzt fängt das Pferd an zu schwingen, jetzt fühlt es sich wohl. Und das, liebe Leute, müsst ihr herausfinden. Ja, Christine hatte ja am Anfang auch den Impuls mit dem Schenkel genannt. Also ich finde auch immer wichtig, dass der Schenkel nicht gegen die Hand treibt. Dass also eher sogar man den Leuten dann, wenn sie halt eben dieses Konzept einmal verstehen sollen, tatsächlich sagt, in dem Moment, wo du mit dem Schenkel diese Einwirkung, diesen Impuls haben möchtest, dass dein Pferd hochkommt, muss eigentlich genau das kommen, was Wolfgang gerade gesagt hat. Dann musst du dem Kopf Hals die Möglichkeit geben, sich entsprechend diese Kraft dann auch zu holen, diese Effizienz der Bewegung zu holen, den Impuls aus der Hinterhand, das, was wir vorwärts nennen, aufnehmen zu können, dass das nicht gegen die Hand läuft, sondern im Gegenteil, diese Bewegung muss in den Hals hineinlaufen und ohne Widerstand dort entsprechend ankommen. Dann kommen wir nämlich zur Aufrichtung und Beizäumung. Das ist, Beizäumung ist am Schluss dann eben auch das Produkt aus der Effizienz der Bewegung, nicht der Hand. So, jetzt haben wir schon viel von den kommenden Fragen auf Zwischenweg beantwortet. Aber die Theresa Petzold möchte ich nochmal zu Wort kommen lassen. Wie gehe ich damit um, wenn die Aufrichtung zu sehr aus dem Unterhals kommt? Bedeutet das, dass mein Pferd noch nicht für die erbetene Aufrichtung bereit war und es das so kompensiert? Wie vermittle ich meinem Pferd eine gesündere Bewegungsidee? Ist das richtig? Naja, du musst das auch mal, machen Pferde auf der Wiese, von sich aus. Ich wollte eben sagen, du musst auch mal die Grundkonformation deines Pferdes anschauen. Ich weiß nicht, ob du das Pferd jung bekommen hast, bevor es geritten wurde. Wie stand es da? Wie hat es sich entwickelt in seiner Aufzucht, in seinem Wuchs? Ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wo hat es gefressen? Hat es eine hohe Raufe oder frisst es auf der Erde und so weiter? Aber es gibt halt Pferde, genauso wie bei den Menschen auch, ist nicht immer alles positiv im Wuchs entwickelt. Und wenn das Pferd mit einem starken Unterhals auf die Welt gekommen ist und ihr es reiten wollt, dann müsst ihr eine Strategie entwickeln, wie ihr vielleicht den Unterhals zumindest in Grenzen halten könnt. Ja? Um ihn nicht noch stärker zu entwickeln, wenn ihr euch oben drauf setzt. Ihr müsst euch wirklich euer Pferd anschauen. Wo sind die Mängel? Was kann ich tun? Wie kann ich ein optimales Trainingskonzept entwickeln, um diesem Pferd zu helfen, dass es mich tragen kann? Ja. Ich glaube, das war hier tatsächlich nicht die Frage. Also es ist nicht ein Pferd, das schon mit so einer Pocke Unterhals gekommen ist, sondern der hilft sich in seiner, also Reiter möchte Aufrichtung. Ein falsches Bewegungskonzept. Ja, dann sind wir da, was ich eben mit dem Galopp sagte. Genau da sind wir jetzt. Auf der Wiese hilft er sich ab und zu mal mit ein bisschen Kopf nach oben schleudern, mit Unterhals, um den Rumpf zu heben, wenn er kehrt machen will, im Galopp. Das hat er sich so angewöhnt. Und
Das macht er jetzt unter mir als Reiter auch mit fatalen Folgen. Er wird es verstärken. Er wird es verstärken. Weil wir Habe ich eine sehr milde Zäumung, kann ich diesem auch keinen Impuls dagegen setzen, indem ich sage, bleib mal mit dem Kopf unten. Das geschieht häufig, wenn die Leute ihr Pferd gebisslos ausbilden bis zu einem bestimmten Punkt. Und jetzt kommt das, jetzt fordere ich mein Pferd auf, über sich hinauszuwachsen und sich eine neue Bewegungsmuster, ein neues Bewegungsmuster von mir erklären zu lassen, nämlich Rumpfheber in Bewegung, wie in der Galopp-Pirouette. Und da sagen die Pferde, du, da hätte ich folgende Idee. Unterhals. Und da bist du machtlos. Da brauchst du tatsächlich mal ein bisschen wirkungsvollere Mittel, um einen Reiz zu setzen und zu sagen, probier es mal anders. Kann ja, man auch und da finde ich festhalten. Ja. Also das, was du gerade gesagt hast, ist super wichtig, aber dass das nicht zu Missverständnissen führt. Mhm. Wir reden von Impulsen. Ne? Das heißt also, wir sagen, nimm mal die Nase etwas nach unten oder nimm mal die Nase etwas nach oben, nimm mal die Nase etwas nach links oder rechts. Und das muss er dann aber selber machen. Das heißt, wir schubsen ihn aus dem Bewegungskonzept raus. Ne, er möchte sich hochziehen. Wir sagen, nimm doch mal die Nase wieder runter, ne, und sagen einmal nur ganz kurz, Tipp, nimm mal runter. Ah, verstehe ich. Hat er nicht verstanden, dann lohnt das Weiterreiten eigentlich nicht. Ne, am bestenfalls gehe ich entweder eine Gangart zurück oder sogar zwei oder halte sogar an und reite neu an. Ich muss ein neues inneres Bild auch dafür entwickeln, dass dieser Unterhals da wegkommt. Dass ich auch wirklich sagen kann, okay, ich schule nicht dieses Bewegungsmuster durch mehr Reiten, durch mehr falsches Reiten, um dann zu sagen, okay, dann reite ich halt schneller, dann hole ich halt mehr Kraft irgendwie aus der Hinterhand oder so etwas. Nee, ich muss da komplett aus dem Bewegungsmuster raus. Wir haben noch ein bisschen. Machen wir weiter. Nein, wir machen nicht weiter. Es ist jetzt 9 Uhr. Nein, wir haben heute, das ist mir jetzt aufgefallen, wir haben heute ein Fass aufgemacht. Das werden wir auch in der nächsten Woche noch nicht abgearbeitet haben. Ich habe jetzt eigentlich nur noch Fallbeispiele. Du hast ja eben 4 Seiten aufgeschlagen. Ja, aber das sind Fallbeispiele und wir haben schon ganz viel davon erklärt. Ich würde trotzdem sagen, ich möchte mindestens eine Woche dazu nehmen, weil da sind, wir haben jetzt den Leuten eigentlich, wie soll ich das sagen? Wir konnten denen nicht wirklich erklären, worum es geht. Wir haben nur Beispiele gegeben, wo man sich dran halten sollte und muss. Das ist ein ganz schwieriges Ding, was wir da heute Abend besprechen. Ganz, ganz schwierig. Wir kriegen wieder den Vorwurf des Cliffhangers. Genau. Nein, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und da stehen, ich weiß, dass heute Abend unglaublich viele Fragezeichen in den Köpfen stehen und die Leute nicht wissen, ja, was meint ihr denn jetzt? Ich habe ein deutsches Reitpony, ich habe einen Friesen, ich habe einen Warmblut, der ist verritten worden. Ja, genau, das kommt ja jetzt. Ja, das können wir aber jetzt nicht mehr abarbeiten. Ich kann auch nicht mehr. Also, so. Okay. Die halbe Stunde ist ja auch vorbei. Genau. Okay, ihr Lieben. Ich möchte das wirklich, und wenn das noch 2 Wochen dauert, das ist ein schwieriges Thema. Melanie kocht. Oh, ein spannendes. Also Schluss. Und ich glaube tatsächlich, dass das ist eigentlich ein Thema eines Buches. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, was wir heute Abend besprechen. Das ist das A und O. Das ja. ist alles. Das ist so tatsächlich auch das mit den meisten Missverständnissen, glaube ja. ich. Wo falsche Bewegungsideen entstehen, wo falsche innere Bilder entstehen, wo falsche Anweisungen kommen, sowohl von Trainern als auch sehr viel Verteidigungstaktik der Reiter. Ja. Mein Pferd kann das nicht halten, ich muss den so reiten und so weiter und so fort. Da kommen ganz viele Themen zusammen. Oder über Zwangsgebisse, bestimmte Haltungen im Genick und im Hals hervorzurufen und so weiter. Da haben wir ein ganz schönes Fass aufgerissen. Ich merke das an den Fragen und ich merke, dass wir eigentlich auf einzelne Fragen gar nicht genügend Antworten geben können. Okay, dann geht es nächste Woche weiter, ihr Lieben. Da haben wir, oh, also wir haben noch tolle Sachen. Ihr dürft da auch noch mal Fragen zu stellen. Oh, Vorsicht, da wird ja wieder noch ich mehr. Ich weiß das, aber das ist, was ich eben sagte, das ist eigentlich Thema eines Buches und da sind wir an einer ganz wichtigen Geschichte gelandet. Das kann man nicht so schnell abhaken wie Sattel oder ich Gebiss weiß, oder sonst was. Du weißt nicht, was du da eben gesagt hast. Doch, das weiß ich. Lass ruhig noch Fragen kommen. Ja, ja. Aber die Fragen, die sich wiederholen, die werden wir nicht wiederholen. Ja, genau.
Okay, dann sagen wir für heute Abend vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Zuhören bei Frag die Krischkes und fragt natürlich den Chris Debski. Wir wünschen euch einen ganz tollen Abend. Wir sehen uns wieder nächste Woche, nächsten Dienstag um 20 Uhr in bewährter Runde. Danke sehr. Schlaft gut. Auf Wiedersehen. Gutes Bettchen. Ja, und wirklich schlaft gut und macht euch nicht ganz so viel Gedanken. Manchmal ist es nicht ganz so kompliziert, wie es heute Abend dargestellt wurde. Und Ciao. Wenn doch, dann macht euch Gedanken. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.